Zurück in Control und wir haben hier noch ein Objekt der Macht, nämlich den Bennikoff TV. Den haben wir in einer der letzten Folgen kaputt gemacht. Isolationsprozedere, kein besonderes Prozedere nötig, wenn es gebunden ist. Beschreibung: Ein von Bennikoff and Sons Electrics gebauter Fernseher. Der Bildschirm funktioniert immer noch. Das Objekt kann vom Boden abheben und eine maximal beobachtete Höhe von 15 Metern erreichen. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitariern, diese Eigenschaft für sich selbst zu verwenden. Bericht 21-14 für Testergebnisse mit Privärkandidat Ubel. Das Objekt ist derzeit an den Director gebunden. Das Objekt wurde zuerst in einem lokalen Nachrichtenbericht in Wichita, Kansas bemerkt. Eine Gestalt wurde fliegend nackt über Gebäuden beobachtet. Die Behörde schickte Agenten in die Stadt, die entdeckten, dass sich ein Mann namens Fritz Schneider an das Objekt gebunden hatte. Das ist aber hier Dings, ne? Fritze wurde festgesetzt, was? Hier Superman. Ach so. Und das Objekt zur Untersuchung in die Behörde gebracht. Fritz ist Superman? Ja, Fritz ist Superman. Gott. Ja, weil Smallville und Kansas und so. Ja, weiß ich sowas. Wo ich sehe nicht. Was war hier jetzt noch offen? Aschenbecher-Labyrinth? Nee. Panoptikon? Nee. Was haben wir da noch nicht gesehen? Weiß ich nicht. Ich auch Egal. nicht. Soll ich nochmal mit Dylan reden? Ja, nochmal mit Dylan reden. Das Geschwurbel ist wie von Bob Dylan, was der von sich gibt. Can we talk? Wie genervt der immer gleich runterkommt. I just had an interesting Ah, dream. nicht schon wieder. Shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Vielleicht ist ja Not Hiss auch ein Synonym für Hass. In diesen in Sequenzen sieht man voll oft seine Spiegelung auf ihr und ihre auf ihm. Das ist bestimmt Telling. Also noch einen Traum höre ich mir jetzt nicht an. Okay. Oder wolltest du noch einen hören? Ich weiß nicht, ob das nicht wichtig gewesen wäre, weil es immer noch rot blinkt. Ja, aber wie viele denn noch? Na gut, einen Maybe I'm noch. just here to punish myself. Ja. Any new dreams you'd like to share, Dylan? I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real, like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Dor said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? Not wild about the idea myself. Through time. The thunders come to So, jetzt stones. reicht's. Happiness comes, Okay. white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror, the inverted is made right. Oh,
Jetzt haben sie dann quasi auch das Remedy-Multiversum aufgemacht. Ja. Kaum Phase 5 erwarten davon. Gut, wir fahren wieder in die Eindämmungs-, wie heißt das hier, isolierte Verwahrung. Aber wir wollten ja noch dem einen da helfen. Ja. Panoptikon, ja, oder Oberes? Oberes Panoptikon, glaube ich. Im Tal kannst du runterspringen. Du musst nicht die Treppe nehmen. Der Mann am Kühlschrank. Mr. Door. Ich glaube, so ein Teil, da war es dann schon ein bisschen später. Bei Sam Lake in der Schreibstube. Oh, I come up with a mysterious person about doors. I call him Mr. Door. Mein Name ist Mr. Tür. So, jetzt helf mir dir mal. Spezi. Hey, what can I do? Oh, you're back. Oh, thank you, thank you. If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. My eyes. They can't. Hey, calm down. Just focus. What's your name? Focus. Right. My name's Philip, and I think I can hold on for a bit. It's just my eyes. My eyes hurt so much. Just hang on, Philip. Ja, sind die dumm? Wieso? Jetzt halt er seine Augen zumachen und gucken wir halt schnell. Da kann er sich doch kurz ausruhen. Ja. Ausruhen. Schmausruhen. Wir gehen jetzt lieber erstmal durch den ganzen Laden durch und reden mit dem Chef. Der ist garantiert tot, wenn wir zurückkommen. Das finde ich übrigens auch immer sowas, so ein bisschen zynisches im Videospielen. Dass ganz viele Spiele solche, ja, was macht man denn dann, was fängt man denn dann mit dieser Person an? Problemstellungen damit auflöst, dass die Leute alle immer schon einfach sterben. Ja, mei. So ist es heute. Die sterben ja nicht wirklich, das sind nur Figuren in einem Spiel. Das ist wie ein Bonanza. Ja, schon. Auch so geil, dass immer sich alle aufregen, so, Gott, sind die Pferde in Bonanza wirklich gestorben? Nach den Leuten fragt irgendwie keiner. Ja, natürlich, die sind nur scheiß Leute. Alle Outlaws und Desperado. Das ist ein Aufzug, fährst du, wo du cool hättest springen und ja, wenn ich den kann. Ausgang nicht gefunden habe. Bonanza wäre das nicht passiert. Im Aufzug kann ich nicht fliegen übrigens. Was dann wieder die Einstein-Theorie widerlegt hätte, die mit dem fliegenden Mann im Aufzug. Okay. Das ist das eine Superman-Variant-Comic, was ich mir nicht geholt habe. Der fliegende Mann im Aufzug. Ja. Ja, dann. Also 3-Punkt-Landung wäre schon cool. Mhm. So wie deine damals im Legoland. Mit der fetten Sau. Ja. Okay, gut. Und dann mit dem Clip aus TV Total. Sag mal! Ja, Instant Karma. Du fette Sau. Ein Freund von mir hat mal auf einer Party seine Mutter eine fette Sau genannt. Also nicht, nicht den Gästen gegenüber, sondern halt ihr selber gegenüber. Ja. Das war sehr toll. Wie hat sie darauf reagiert? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat dem Alkohol die Schuld gegeben. Du fette Sau. Was ist denn da los, ey?
Dafür hat ein anderer Kumpel von mir mal auf einer Party zu seiner Mutter gesagt, sie soll Kaffee machen, du Dreck. Sie meinte daraufhin, ich mach dir deine Eier kaputt. Gott, ey, die Geschichte schon wieder. Die wird nicht schlechter. There's someone named Philip up in a cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Ah, ja. I'll see you later, Langston. I'll be here, like always. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ jetzt tot ist, wenn wir zurückkommen? Hoch. Und wer ist wie immer schuld? Der Kühlschrank. Ganz fliegen, Mann. Ja, aber doch nicht bis ganz rauf. Über dieses Ding seitlich. Ja, aber doch nicht bis ganz rauf. Muss ja einen vierten Stock. Ersten Stock? Nee, ersten Schirm. Und dann die Treppe seitlich nehmen, die Treppe seitlich nehmen oder die Treppe seitlich nehmen oder jetzt hier seitlich die Treppe nehmen. Was? Ach so. Bin ich hier schon richtig? Nein, ich nicht. Vierten Stock muss ich doch. Da? Ich sag's doch. Ja, da kannst du ja hier drauf springen, oder? Ja, hier, hier, hier springen. Okay. Und da kannst du die Treppe seitlich nehmen. Gut, dritter Stock. Und jetzt? Ich werde es nicht nochmal aussprechen. Mann, ich hätte auch einfach mit dem Fahrstuhl fahren können. Da, jetzt kommen auch wieder diese Fucker. Wäre das cool gewesen, die Antwort lautet. Ja, wär's. Gehst nicht gleich weg. Ey! Da ist der Gedanke, der uns noch gefehlt hat. So, wir müssen die Waffe aufrüsten. Hier nicht. So, Philip. Hello? Jesse? I'm back. I'm coming in. Thank you. Oh, thank you, thank you. Jesse? Wir warten noch ein bisschen. Er stirbt jetzt gerade. Fraglicher Vorfall trat am Dienstag ein und wurde von internen Sicherheitsmitarbeitern, die eingriffen, an die Personalabteilung weitergegeben. Berichten zufolge, die von Videomaterial der Sicherheitskameras gestützt werden, betrag Agent Filson die Personalküche mit der Absicht, seine private Mahlzeit zu verzehren. Ein selbstgemachtes, diagonal geschnittenes Sandwich in einem Kunststoffbehälter. Aber er entdeckte, dass der Kühlschrank seine Mahlzeit aufaß. Agent Filson begann, das behördeneigene Haushaltsgerät zu treten, während er seiner Frustration auf laute und profane Weise Ausdruck verlieh.
Dieses Verhalten erschreckte mehrere Mitarbeiter. Kurz danach wurde der Sicherheitsdienst alarmiert. Filson kam den Befehlen des Sicherheitsdienstes nach. Empfehlung: Agent Filson wurde ermahnt und für den Rest der laufenden Woche suspendiert. Die Prüfungskommission empfiehlt ein unverbindliches Beratungsgespräch. Philip? Ja, der Phil hat's hinter sich. Achso, jetzt muss ich den die ganze Zeit anschauen. Der schaut eigentlich ganz nett aus. Was hat der für Bilder drauf? Typische Kinderbilder. Oh. Blöd. If I look away, it hurts me. Achso, ich muss. Ach du Scheiße. Wo ist er denn? This sounds like the board, but I can't understand it. What the fuck? Wow. Ja, du schadest dem auf jeden Fall. Schotter. Cool. Oh, der Glotzen auf und arbeiten. Weißt du was? Ich nehme mal statt Dreh Stich. Richtig. Nee, Stich, nicht richtig Stich. Aui. Boah, oh Gott, ja, das war's dann heute Nacht mit Pennen. Wow. Du musst dein Schild wahrscheinlich hochfahren, wenn es kommt, oder? Kann sein. Auch nicht. Vielleicht springen und fliegen? Dass er dann auf den Boden schlägt oder so? Ja. Widerwärtig. Vorspruch. Dieses Checkpoint-System ist ein Scheiß. Das ist aber echt mal ein Scheiß. Wo ist denn der jetzt? Ach so, oh Gott, muss ich das jetzt jedes Mal? Geh einfach rein, ohne mit ihm zu reden. Hello? Jesse? Jesse? The French is doing something! Philip? Philip? If I look away, it hurts me. Sounds like the board, but I can't understand it. What the fuck? Bringt's aber auch nicht. Nee, irgendwie. Ich glaube, wir müssen die normale Waffe benutzen. Ich frage mich, ob das irgendwas bringt. Na, da ist Heilung. Klappt, oder? Ja. Nee, trotzdem ein ganz schön eklig, das Ding. Cool. Bringt es gar nichts, in das Auge zu schießen, wenn es anders umgedreht ist? Ja,
Aua! Spring! Ah, oh, das war nix. Wo war das? Oh Gott, jetzt bin ich da reingefallen, oder wie? Oh, das sieht aber cool aus. Wie von Vertigo oder von diesem einen berühmten Designer. Naja. Ich glaube, du kannst es in der nächsten Folge dann gerne besser machen. Gut. Dann? Ja, dann schauen wir mal, ob Michael das in der nächsten Folge hinbekommt. Tschüss. Tschüss.